Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Edna bricht aus. Hatte ich die nicht das letzte Mal noch genommen? Ja, hatte ich. Okay, hat es anscheinend gar nicht mehr gespeichert. Ist nicht weiter schlimm, weil hier gibt es sonst glaube ich eh nichts, ne? Nein. Wir haben hier zwei Türen. Wo geht's denn hier hin? Ach du Heilige. Geh wieder rein. Wo geht's hier hin? Ach du Heilige. Hab ich denn jetzt alles gesehen, Dant? Das ist doch nicht normal. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Ah ja. Der große Deuter Jung. Mhm. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Prima. Was hältst du von Sigi Hasi? Psst, er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Ah, ja, klar. Was hältst du von Jung, Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Perfekt. Was hältst du davon, Harvey? Pfui. Okay. Also, ich denke mal, wir können keins von denen nehmen, oder? Siegmund lässt sich nicht benutzen. Von niemandem. Mhm. Ich spüre seinen hypnotischen Traumblick. Hui. Ich traue mich nicht, das anzufassen. Sigi ist wahrscheinlich so eine Anlehnung an Sigmund Freud, oder? Kannte ich mir vorstellen. Warte mal. Kann ich mit denen noch reden, bevor wir irgendwas Danke, machen? Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleich die. Sonst gebt ihr Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Perfekt. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Okay. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ja. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Das hört sich nach einem Plan an, oder? Ich habe mal geträumt. Okay. Kann man leider nichts machen diesmal? Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit. Okay. Das sind drei verschiedene. Also bitte. Ich habe mal geträumt, die Polizei würde nach mir suchen. Ich habe mich unter einem weißen Laken versteckt, bis ich mich selbst nicht mehr wiederfand. Okay. Ich habe mal... Ich habe mal geträumt, ich sei eine Zickzackschere. Ich hatte keine Zähne mehr. Aus den leeren Zahnstümpfen klang seltsame Musik. Okay. Edna, alles gut, das ist ja ganz normale Träume. Ich habe mal geträumt, das Telefon würde klingeln. Ich wollte den Hörer abnehmen, aber der Telefontisch war zu hoch. Und Mama war nicht mehr da, um mir zu helfen. Naja, das ist, ja. Hm? Oh, Sa. Es hat sie. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Messer. Hä? Ich war frei. Und konnte alles zerstechen und zerhacken, was ich nur wollte. Perfekt. Das war ein schöner Traum. Hat es mir gerade einfach auf das Spiel in den Hintergrund gelegt. Und dann war ich in Steam. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Gabel. Aha. Ich habe die ganze Welt auf meine Zinken gewickelt wie Spaghetti. Und dann habe ich sie aufgegessen. Ich habe mich dabei ganz schön mit roter Soße besudelt. Das ist ein bisschen krank.
Edna, das ist ein bisschen krank. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tube Senf. Die extra scharfe Sorte. Mir tränten die Augen. Je stärker die Tränen flossen, umso bitterer wurde der Geschmack. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Ja. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Und dann weiß. Aber wie so ein Frosch. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Ah. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Okay, das ist eine geile Andeutung. Ja, aha. Okay. Okay, sehr informativ. Mhm. Das Schild ist mit fußnagelsicheren Schrauben befestigt. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Ei, hardcore. Geil. Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Na und? Ich will's nicht in Ruhe lassen. Manu. In diesem Bild putzt nützlich Boy das Klingelschild vom Tiefparterre-Cave. Mhm. Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Man, lass mich doch, Harvey. Sei kein Spielverderber. Was hältst du davon, Harvey? Mhm. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja doch. Mann, ich hätte jetzt gerne gewusst, was Sie erzählen. Ha, wer braucht die schon? Wow. Mann. Ja gut, da müssen wir wohl noch warten. Das ist fies. Ich will nichts veröffentlichen. Sicher? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag in der Kantine. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Das geht schon. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie! Meine dritte. Okay. Gleich da. Wir haben halt wirklich nichts zum Aushängen, oder? Liebend gern. Aber die Pinnnadeln sind alle. Ah, okay. Oh, wir sind jetzt wieder hier vorne. Denk mal, hier würden sie uns wieder schnappen. Das kenne ich doch noch. Eieiei. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Oh, okay. Wagen 17 an Zentrale. Die Kunst ist auf freiem Fuß. Sie ist bewaffnet. Und sie ist gefährlich. Nehmen Sie Verfolgung auf. Over. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr von Nützlich Boy ab. Wieso? Wegen Van Gogh und so? Das machen wir trotzdem nicht. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Wow. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Ihr habt die kranke Fantasie. Das sind Kreise und Dreiecke, Leute. Kreise und Dreiecke. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Ja, ist okay. Wieder Stühle und Tische. Sollen wir mit so vielen Stühlen und Tischen machen? Ach, jetzt sind wir einmal rundum gegangen. Okay.
Auf diese Seite? Mhm. Ja, jetzt sind wir halt wieder so, wie wir am Anfang waren, ne? Ja, stimmt. Aber wir haben hier immer noch nichts, was annähernd dafür sein könnte. Ich brauche einen Löffel. Das ist das Ding. Ich brauche einfach einen Löffel. Und den hole ich mir jetzt. Irgendwo war nämlich hier eine Kantine. Die ist verschlossen. Ah ja. Das ist doch kein Problem, Edna. Es ist doch kein Problem. Genau, knusper dir mal rum hier. Boah, das Inventar ist halt echt zugemüllt. Hm, diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Okay, dann fußnageln wir es halt nicht. Da will ich auch nicht reingehen. Witzig. War das hier die Kantine? Genau. Wir haben doch hier nicht wirklich eine Kantine ohne alles. Really? Also irgendwie dachte ich, dass ich hier meinen Löffel kriege, aber ey, das kann ja nicht sein, dass es hier in der Kantine kein Besteck gibt. Das ist komisch. Ach, Entschuldigung. Was haben wir denn hier noch alles? Ba-ba-ba-ba. Wir haben uns halt das damals alles angeguckt. Das Einzige, was wir halt anders haben, sind die paar Sachen hier. Aber ich sehe gerade gar keine Verwendung für irgendwas. Ein Witzi war auch nicht wirklich was. Genau, das war das hier. Ich würde gern Marcells Büro finden. Dr. Marcells Büro. Das war hier, genau. Hier hatten wir den Rundgang. Ja. Die Schublade, genau, die konnten wir immer noch nicht aufmachen, oder? Zu. Das macht mich rasend. Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Genau, die war verklemmt. Mahagoni, nicht Makaroni. Ich wollte das da hinten anwenden, nicht das hier vorne. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Hiermit? Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Oh, sehr cool. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Geil. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Mal sehen, was da drin ist. Nichts weiter. Okay. Sie ist leer. Die Frage ist, wenn ich jetzt das Formular hier hinlege zum Beispiel, würde er mir das einfach unterschreiben für später? Es wäre schon gut, wenn der Doktor das unterschreiben würde. Ja. Aber er ist nicht da. Und ich bin ganz froh darüber. Okay. Das ist schade. Ich hätte sie mir jetzt einfach hier hingelegt und der hätte es dann schon unterschrieben, so quasi. Kann ich? Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Können wir nicht irgendwo Dr. Marcells Unterschrift fälschen oder sehen? Ein oder altes irgendwas? Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo. Das war das.
Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Jetzt pass mal auf. Kann ich das Formular damit anwenden? Sieh an, da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Ah, oh, okay. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Auch das ist kein Problem. Was meinst du, Harvey? Hat der Doktor sein Diplom beim Polospielen gewonnen? Auf jeden Fall. Und er hat geschummelt. Wieso? Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Nicht wirklich. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals-Tempo werfen. Mit ihrer Schule. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Vielleicht auch irgendwas, was... Ich bin allergisch gegen Papierkram. Oh, das kann ich verstehen. Haben wir... Hier vielleicht Hast irgendeine du Hunger, Verbindung? Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie, es fühlt... Was soll schon groß an die Schule erinnern? Hiervon eigentlich nichts. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Okay. Sieh nur, Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Ach Mann, ich will die Unterschrift haben. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Ich bin mir fast sicher, dass wir irgendwie in die Vergangenheit müssen. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Damit wir das dann die Fähigkeit bekommen. Das Glas lässt sich nicht abschrauben. Schade. Aber wieso nicht mit dem Poloschläger? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Womit könnten wir es noch versuchen? Guck mal, Harvey, hier steht www.diplompertelefon.de. Ich wusste es. Ist Urkundenfälschung eigentlich verboten? Verboten? Was willst du verboten? Verboten. Ob es verboten ist? Du meinst sicher verboten. Das andere Wort kenne ich nicht. Und ich glaube übrigens, du hast es dir auch gerade erst ausgebrotet. Was? Das klappt so nicht. Kannst du dich inzwischen erinnern? Nein, es ist wie verhext. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Ich will die Rückblende jetzt. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es an die... Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere... Wie schade. Mit den Pokalen können wir auch nichts machen. Können wir das Fenster öffnen? Es ist verschlossen. Ich denke jetzt mal nicht, dass der Schlüssel dafür gedacht ist. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen bräuchten wir keinen Schlüssel, weil alle Schlösser im Sonnenlicht zu Staub zerfallen. Das Fenster hat keine Schrauben. Okay. Irgendwas, was mit der Schule zu tun hat. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an.
Wir haben als einzigst hohe Sache nur den Poloschläger. Es ist zu hoch. Ich komme okay. nicht an. Okay. Ja, mir macht ja auch nichts wirklich Sinn zu verbinden. Aber das muss ja nichts heißen. Auch von dieser Seite verschlossen. Das heißt, in unsere Zelle kommen wir sowieso nur über den Lüftungsschacht, ne? Hä? Ah. Die Schule mit der Schule, Leute. Denkt nach. Aber hier ist doch sonst nichts. Oder hatten wir... Okay. Princess Cheese hat mir gesagt, man kann die ganze Zelle anmalen, wenn man will. Alle, ja, sie hat nicht übertrieben. Okay, aber... Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Okay, man kann hier auch alles voll leckern, habe ich das Gefühl. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Die Frage ist... Gibt es hier irgendwas, was wir vergessen haben? Kann ich was mit der Antenne machen vielleicht? Hier die Seile durchschneiden. Sieh her, Harvey. So entstehen Zickzackmuster im Störbild. Wow. Oder mit dem Messer. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ein Frequenzmesser. Du bist ein Genie. Kann man wohl nicht. Sieh her, Harvey. So kommt das Rot in den Fernseher. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Vielleicht? Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Okay, hat also auch nichts damit zu tun. Er ist immer noch wütend. Das kann ich ihm auch nicht verübeln. Naja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist gucken, wo der Schlüssel hingehört. Ich hätte so gerne eine Rückblende, aber... In meinem Kopf macht es noch keinen Sinn, wo das sein könnte. So, vielleicht ist der Schlüssel ja hier unten. Mal gucken. Mal sehen. Wow. Okay. Das hat geklappt. Das ist doch schon mal was. Huffala. Ja, okay. Schon eine Art Schrein hier für seinen Sohn, oder wie? Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns doch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Murmelglas? Guck mal, Harvey, noch mehr Erinnerungen. Hey, da sind auch Murmeln von dir drin. Und? Taugen die zum Tempomorphen? Um ehrlich zu sein, warst du nie besonders gut darin. Sogar Alfred konnte dich besiegen.
Und wir wissen doch alle, was für ein Grobmotoriker die Kotzkröte war. Sieh doch nur, Harvey, der gute alte Putzi. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Kann man aufhören, hier sich zu bewegen mit den Augen. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Oh, genau das wollte ich doch. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Ah, okay, wir dürfen jetzt wieder mit Harvey interagieren. Das ist ja cool. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Irgendwie muss ich Edna hier rausbekommen. Vielleicht hat sie ja selbst eine Idee. Ich erkenne ein Muster. Vielleicht hat Edna Lust, verborgene Inselreiche zu erkunden. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Vielleicht hat Edna Lust, verborgene Inselreiche zu erkunden. Nee, ich wollte ihn. Aber Edna kennt einige gute Schimpfworte, die auf das Froschgesicht passen. Wir müssen dich herausbekommen. Psst, später, Harvey. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Ja. Warum habe ich Edna bloß in diese triste Erinnerung gebracht? Weil wir die Unterschrift brauchen. Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Ob sich damit was anfangen lässt? Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Könnte sein, dass der Zettel unterschrieben gehört, aber... Ich sollte mit Edna unsere Welttournee planen. Ich will mir noch ein bisschen umgucken. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Ich mochte Mathe. Edna konnte Mathe noch nie ausstehen. Ja. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Da gibt's einen Schädel. Sein oder nicht sein? Den Schädel mochte Edna immer besonders gern. Okay. Sonst haben wir hier nichts, ne? Die Welt ist viel zu groß, um für längere... Okay. Ja, noch. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Mich würde brennend interessieren, was in diesem Brief steht. Kannst du den nicht selber? Also... Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Kuckhöhe hat. Das ist richtig. Dieses Loch im Schrank könnte sich als nützlich erweisen. Okay. Wie komme ich zurück? Okay. Alles gut. Nächste Folge gucken wir uns das fertig an, denn ich denke einfach, irgendein von diesen zwei Zetteln werden wir brauchen, um die Unterschrift zu haben. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Endlich wieder Progress. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.